Hallo meine Freunde und Freundinnen der Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben letzte Folge noch der Name ploppt nicht auf, den Yisukafui-Schrein gefunden. Und ich wollte eigentlich gerade zu dem Schrein reisen, den wir diese Folge machen, aber dann habe ich entdeckt, oder vielmehr bemerkt, hier spielt die Stallmusik. Also muss ein Stall in der Nähe sein. Und ja, der Schrein ist tatsächlich der Schrein vom Stall von Südakala. Okay. Aber da wir diese Gegend noch überhaupt nicht anschauen wollen. Aber apropos Akala, warte, da fällt mir gerade was ein. Tagebuch. Wir haben noch so eine Quest aus Hateno. Und die führt uns ins Akala-Institut. Und das Akala-Institut ist, naja gut, noch eine ganze Ecke weit weg von hier. Also gehen wir erstmal zu einem Schrein, nämlich zum Monyatoma-Schrein, den ich diese Folge machen wollte. So, hier schifft's mal wieder. Wunderbar. Bestes Wetter, um sich gleich nach drinnen zu verziehen. In einen gemütlichen, hoffentlich gemütlichen, warmen, molligen Schrein. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Monyatoma. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Parabelflug. Ja, wir sind in der Ecke der Ornis der Karte und es hat was mit Fliegen zu tun. Könnte aber auch nur Zufall sein. Und ja, ich erinnere mich, sowas hatten wir in, ich blend ein, der wievielsten Folge schon mal, so eine Konstruktion. In einem Schrein. War das? Ich weiß nicht. Ah, nee, ich blend's lieber ein, bevor ich hier falsche Sachen sage. So, ich nehme mal gleich mich mit und die Kugel. Hui. Die Kugel reißt von ganz allein, das ist angenehm, aber hier wird sie wieder zurückreißen. Okay, ich glaube, die Idee ist, um an die Truhe zu kommen. Ich glaube, die Idee ist, dass wir zum einen erstmal hier rüber schleudern uns. Gutes Deutsch übrigens. Hier rüber. Und jetzt. Naja, oder auch nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch gemacht. Ich probiere es nochmal kurz aus. So. Ja. Nee, hat trotzdem nicht funktioniert, leider. Nun. Dann ist die nächste Frage. Was passiert, wenn ich. Nein, das wollte ich nicht. Hä? Okay, was auch immer das gerade war, dann ist die nächste Frage, was passiert hier? Ja gut, gut. Das sollte helfen. Dann, Moment. So, machen wir nochmal einen Versuch. Na, geh wieder rein. Einen Versuch, diese Truhe zu erreichen. Hopp. Und rüber da. Ja. Das war das Rätsels Lösung. Ein Elektroschwert. Okay, ein magisches Schwert, das im Hyrule-Gebirge mit Hilfe von Blitzen geschmiedet worden sein soll. Schwinge es, wenn es golden leuchtet, um Gegner zu schocken. Krass. Diesen Bogen hier übrigens, den wir da bekommen haben. Ah ne, den hatten wir schon mal. Okay, ich wollte gerade sagen, den muss ich noch fotografieren. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie viel Schaden der gemacht hat. Das Ding gemacht hat. Ich werfe jetzt einfach mal die Elsternlanze weg. So, 22. Aber ich werfe das auch gleich nochmal weg. Werfe das auch gleich nochmal weg. So, fotografieren. Das Elektroschwert. Boah, diese Disconnects regen halt nur minimal auf, ne? Das Elektroschwert, speichern. So. Machen wir hier vor, bitte. Kugel mitnehmen.
Und... ja, jetzt eigentlich das übliche Prozedere, würde ich fast schon sagen. Ist die... ja, sie ist jetzt wieder runtergeflogen. Oh Mann, ey. Kann man die nicht da hochwerfen? Nee. Okay, kurzer Schnitt. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Ich bin der Meinung, gar nichts. Aber aus irgendeinem Grund bleibt die Kugel jetzt hier liegen. Und, ja, mir fällt jetzt der nächste Fail ein. Ich hätte vielleicht dieses ganze Ding hier erst drehen sollen. Bevor ich die Kugel noch mal hier rüberbringe. So, warte. Rein da. Und drehen. Okay, gut, die Kugel lag an einem sicheren Ort. Perfekt. So, hier reinlegen und... menschliche Kanone! Oder auch nicht. Der Schrein gefällt mir nicht. Nee. Ja, ist nervig. Jetzt muss ich wieder diesen Weg hier abfliegen. Und wieder. Und wieder. So, die Frage ist, wie kann ich denn jetzt diese Kisten da zerstören? Ich meine, ich werfe die Kugel jetzt einfach mal darüber schon. Aber ich denke mal, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich sie zerstören wollen würde, diese Kisten. Anders als mit einer Bombe. Bumm. So, Kisten haben wir alle. Kisten haben wir alle in dem Schrein? Ja, haben wir. Perfekt. Dann wäre der auch erledigt. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ich würde mich auch wieder mal über ein Zeichen der Bewertung freuen. Aber wir haben wieder 4 Zeichen der Bewährung bekommen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Wir haben wieder 4 zusammen. Das heißt im Klartext, dass wir uns jetzt ins Dorf der Orni begeben, um dort unsere Belohnung abzuholen. Das war jetzt übrigens unser 36. Schrein, ne? Wir müssen in Folge... was ist das? 97 sein? Ich wollte 40 schaffen vor der 100. Jetzt lass ich mir kurz nachrechnen. 98 wäre dann der 37. Schrein. 99 der 38. Okay, wir schaffen es nicht mehr. Aber 36, wir sind nur 4 im Rückstand. Ich würde sagen, das passt. Und ich habe ja schon gesagt, ich werde jetzt erstmals Ausdauer erbitten. Weil wir den 13. Herzcontainer ja im Titan bekommen, den wir dann brauchen, um endlich mal das Masterschwert zu erlangen. Das heißt endlich mal. Das Masterschwert werde ich wahrscheinlich in Folge 101 machen, wenn ich so drüber nachdenke. Nun, ich erbitte Ausdauer. Ja, einen zusätzlichen Ausdauer-Container bitte. So sei es. So sehen die Teile aus. Ausdauercontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht, erhöht deine maximale Ausdauer. Ich weiß nicht wie viel Prozent. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Lass mich mal eben sehen. Das könnte...
Wie viel Ausdauer haben wir jetzt mehr? Ein Sechstel? Ein Fünftel? Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel Ausdauer-Container man braucht, um einen komplett neuen Ring zu haben. Dann, ich denke, das werden wir rausfinden. Vorerst will ich ja so zwei, drei Container der Ausdauer-Container, wie auch immer, zusammensammeln, damit wir einfach mal ein paar mehr davon haben. Es soll halt so Sachen wie Klettern wesentlich angenehmer machen. Ich demonstriere das mal kurz. Okay, gut, hieran ließ es sich jetzt nicht so krass demonstrieren. Aber es soll die Erforschung an der Gegend angenehmer gestalten. Und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Länger sprinten, länger klettern. Macht Dinge angenehmer. So sieht die Karte jetzt aus, Leute. So viele blaue Punkte schon, so viele blaue Punkte. Unglaublich. 97 Folgen. Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ah, nee, Folgen auf die Zunge. Nee, finde ich krass tatsächlich. Aber warte mal, den Turm haben wir völlig falsch eingezeichnet. Ich glaube, die Markierung kann ich auch mal löschen. Denn, naja, wir haben jetzt hier einen Schrein und da drüben irgendwo war der Turm hier. Brauchen wir jetzt nicht noch extra eingezeichnet lassen auf der Karte dann. Den finden wir schon, wenn wir die Gegend erkunden und uns mal hierhin teleportieren. Ja. Für die nächsten Schreine oder für die nächsten Folgen sollte ich erstmal sagen, was ich vorhabe. Im Grunde genommen, ich will jetzt noch ein bisschen Essen sammeln und die ein oder andere bessere Waffe. Ich habe es ja vor ein paar Folgen erzählt. Ich habe offscreen gespielt und habe dabei eine bessere Waffe gefunden und die war ziemlich krass und die will ich unbedingt noch haben vor dem nächsten Titan. Ja, die werden wir uns unter anderem holen. Und ja, dann geht's auf die große Folge 100 zu. Bleibt dran, Leute. Ich meine, das tut ihr sowieso, wenn es euch gefällt. Und deswegen hoffe ich euch, dass es gefallen. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das wollte ich eigentlich sagen. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Bis dahin, tschüss Leute, haut rein, euer Anonymous.